Ach, sag doch sowas nicht. Okay. Also was wir auf jeden Fall haben, ist interessantes Verhalten. So, dann würde ich mal hier hingehen. So. Und dann gehen wir mal dahin und dann machen wir hier mal Flintenstiel Flint. So, dann machen wir hier mal den da rein und dann machen wir hier mal den da rein. Und am besten machen wir eigentlich so viel wie möglich rein. Okay, die wollte ich behalten. Der kann von mir aus dahin. Der kann auch dahin. Der kann dahin. Ich will jetzt eigentlich wirklich so wenig Zeug wie möglich besitzen. Vor allem so wenig Altlast wie möglich. Klar, Sachen, die ich schon habe, die will ich halt essen. Okay, den brauche ich. Den brauche ich. Den würde ich auch gerne da lassen. Den kann ich da hoch tun. Den kann ich da hoch tun. Und den kann ich da hoch tun. Und den. Ja, da habe ich einen. Hatte ich den schon? Ach komm, den können wir in den Müll schmeißen, oder? So, und da wird es ja da hinten hochgehen. So. Ich habe jetzt wirklich überhaupt gar keinen von diesen Steinen. Das heißt, ich mache hier mal einen, da noch und da noch. Es ist natürlich super ätzend, sorry. Also das ist ja nicht zu gebrauchen. Ich meine, das haben wir beim anderen Spielstand aber nicht beobachtet. Also wir sind hier gerade in einer Erprobungstour, ein bisschen eine Erprobungsphase, wo wir halt versuchen herauszufinden, was ist jetzt eigentlich los hier. So, dich würde ich gerne loshaben. Du bist ein Kart, dich würde ich auch gerne loshaben. Du bist eine Fackel, dich würde ich gerne loshaben. Du bist. Okay. Sticks am besten auch. Wir machen jetzt einfach mal alles weg. So. Euch beide will ich eigentlich behalten. Was bist denn du? Glas, Glas. So. Was haben wir hier? Da haben wir ganz viel Stein. So, dann würde ich gerne einen. Nee, zwei Sticks haben. Einen Kobbel. Dann gab es hier noch Kobbel. Drei Kobbel. Und dann würde ich gerne sagen. Gehören auch zusammen. Okay. Dann würde ich hier sagen, Fluff. Zack. Und hopp. Und hopp. 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 Okay. Hier sind
keine Sticks mehr. Also hier kann ich Sticks reintun. Da kann ich Sticks reintun. Da sage ich 1, 2, 3. Da kann ich die Cobbles reintun. Sag 1, 2, 3. Und das mit den Sticks ist falsch. Da brauche ich nur 2. Okay, Inventar ist leer. Hauptmenü. So, ich beende mal das Spiel. So, da bin ich wieder. Und wir starten das Spiel nochmal. So, wir haben ja jetzt gespeichert und wir durften jetzt nichts mehr im Inventar haben. Wirklich gar nichts mehr. Außer Stick und Stick und Stein, Stein und Stein. So, das heißt, wir haben jetzt schon eine Spitzhacke. Die lege ich jetzt wirklich mal hier hin. Und jetzt versuchen wir mal hier Inventar. Alles leer. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Es hat aber irgendwas, in meiner Meinung hat es irgendwas mit dem Unified Inventory zu tun. Das würde ich gerne jetzt auch mal deaktivieren. Vorher würde ich aber gerne den Cobble hier weglegen. Genau. So, dann würde ich sagen, Hauptmenü. Konfigurieren. Unified Inventory. Deaktivieren, speichern, Spiel starten. So, Inventar. Habe ich verstanden. 2. Dich würde ich gerne wegmachen. Ändert nichts. Ändert einfach gar nichts. So. Dann will ich das allerdings auch noch. Also, tut mir leid, dass ich euch da jetzt mitnehme, aber ich meine, ihr seid halt gerade da. So. Konfigurieren. Unified Inventory ist hier aber aktiv. Ist mir auch egal. Wie gesagt, mit der Erde, das geht ja. Dann würde ich mir hier gerne mal eine Spitzhacke basteln. Geht es? 1, 2 habe ich. 1, 2, 3. Gut. Oh, da hätte ich sogar eine gehabt, aber das ist mir jetzt auch gerade egal. Eine neue ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Warte mal. So, da habe ich einen Desert Cobble. Der kann in den Müll. Da habe ich einen normalen Cobble. Der kann auch in den Müll. Wie gesagt, das hier ist die Experimentierwelt. Das macht mir gerade gar nichts. 1, 2. Habe ich. Das Interessante ist, ich habe das Unified Inventory deaktiviert. Vielleicht sollte ich das mal deinstallieren. Eins, zwei. Das Witzige ist, ich habe das Unified Inventory deaktiviert. Ja, ich habe hier halt Subbacks in meinem. Das kann natürlich sein, dass der den Spaß da reinpackt. Der Witz ist, ich habe ja für diese Karte das Unified Inventory deaktiviert, aber es klappt nicht. Ich habe immer noch mein Unified Inventory. Okay.
Ist mir aber auch gerade egal. Wir gehen wieder ins Hauptmenü. Wir sagen hier nochmal konfigurieren. Ihr habt es mitgekriegt, ich habe es deaktiviert. Speichern. Konfigurieren. Speichern. Spiel starten. Inventar. Kein Unified Inventory mehr. Okay. So, dann würde ich nochmal sagen. 1, 2, 1, 2, 4, 4. So viel dazu. Hauptmenü. Konfigurieren. Deaktiviert. Mein Test. Konfigurieren. Aktivieren. Speichern. Spiel starten. Inventar. Unified Inventory. Ich gehe noch nicht auf die Tasche. Tasche da unten. So, wir schnappen uns den da. Klappt nicht. Wenn ich jetzt auf die Tasche klicke, dann wird er mir jetzt sagen, mein kleiner Freund, du kommst nicht auf die Tasche. Genau, du kommst nämlich dann hierher. Okay. Ich glaube, ich werde wirklich das Unified Inventory deaktivieren, deinstallieren. Das können wir ja auch gerne mal zusammen machen. Dann müsste ich mal gucken, ob das übrigens Hauptmenü. Inhalt. So, Unified Inventory. Paket deinstallieren. Entfernen, ja bitte. Dann würde ich jetzt gerne mal sagen, konfigurieren. Abbrechen. Spiel starten. Zwei. Funktioniert immer noch nicht. Wir nehmen dich, wir packen dich da drauf. Sagen hier nochmal 1, 2. Menü. Ah, ich weiß nicht, was da los ist. Wir können ja mal in der Sicherungskopie. Wir können das gleiche mal in der Sicherungskopie probieren. Speichern. Spiel starten. Wo sind wir da? Da sind wir da. Okay. Also, wir können theoretisch es ja hier probieren. Habt ihr es gesehen? Ich habe 86, aber ich habe es ja nicht dazu gekriegt. So. Dann sagen wir hier 3, Fluff und Fluff. Warum auch immer. Irgendwas habe ich in dieser Welt gemacht, was mir die Verwaltung von diesem Blödsinn kaputt gemacht hat. Und ich habe jetzt zweimal 86 jetzt rausgepustelt, aber das ändert nichts. So, ihr seht, das ist ein wirklich alter Stand. Da ist die Welt noch offen. Oh. Da ist die Welt wirklich noch offen. Ja, nerv mich nicht. Und wenn man jetzt hier, dann seht ihr auch, hat sich nichts geändert. Da hat sich einfach wirklich gar nichts geändert. Ich meine,
Dieser Speicherstand ist eh so ein alter Stand, den können wir ruhig wegwerfen, das ist nicht das Problem. Aber das sagt mir eigentlich, dass da ein bisschen mehr im Argen ist. Was wir jetzt natürlich noch machen können, ist Inhalt, wir können Online-Inhalte durchsuchen und wir können sagen, hey, ich will das Unified Inventory wiederhaben. Unified Inventory. Das würde ich ganz gerne installieren, bitte.